Schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist unsportlich, möchtest dich aber mehr zum Sport motivieren. Dann bist du hier genau richtig auf diesem Video, denn heute möchte ich mit dir 5 Gedanken teilen, die mich selbst zu mehr Sport motiviert haben. Vorher solltest du wissen, ich war so gefühlt die unsportlichste Person in meinem Bekanntenkreis. Also das war wirklich extrem. Schon in der Grundschule war meine schlechteste Note meine Sportnote. Ich hatte in allen Fächern eine 2 oder eine 1 und in Sport eine 3. Und beim Sprinten war ich die langsamste aus meiner ganzen Klasse und ich hätte nie gedacht, dass ich es irgendwann mal schaffe, mich irgendwie in eine nur halbwegs sportliche Richtung zu entwickeln. Als Kind und Teenager wollte ich immer unbedingt sportlich sein, habe das auch so bei Bekannten gesehen und dachte mir so, hey, möchte ich auch voll gerne? Und die immer so, ja, dann fang doch einfach an. Aber ich konnte mich einfach nicht motivieren. Ich glaube, ich hatte auch Angst davor, einfach extrem schlecht im Sport zu sein. Oder Angst davor, dass ich komisch angeguckt werde, wenn ich etwas falsch mache. Und irgendwie konnte ich das mit mir innerlich nicht so vereinbaren, einfach anzufangen. Und aus diesem Grund möchte ich mit euch jetzt halt diese 5 Gedanken teilen, die mir dazu geholfen haben, sportlicher zu werden. Mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist: Übernimm dich am Anfang nicht. Das heißt, du musst nicht gleich 20 Kilometer laufen, wenn du mit Laufen anfängst. Ich habe mich halt für die Sportart Laufen entschieden. Und ja, man kann mit 2 Kilometer anfangen oder mit 3 Kilometer und dass man das so langsam halt macht und sich so steigert. Und ich glaube, auch ein guter Tipp ist, man braucht nicht von Anfang an die ideale Ausrüstung. Wenn man so für sich selbst die Ausrede hat, oh, ich habe nicht das perfekte Equipment, ich kann gar nicht anfangen. Nein, man kann auch ohne die ideale Ausrüstung anfangen und dann Stück für Stück nach und nach aufrüsten. Ich hatte wirklich nicht viel. Also ganz am Anfang hatte ich ein Sport-BH, also das würde ich schon empfehlen, gerade wenn ihr eine Frau seid mit großen Brüsten, dann empfehle ich ein Sport-BH, weil sonst kann es beim Laufen definitiv unangenehm werden. Aber ich hatte auch nicht den perfekten Sport-BH. Ich hatte kein Lauf-Sport-BH, ich hatte irgendwie so ein Bustier, was auch nur semi-gut gehalten hat. Und ich hatte Schuhe, die, also manchmal frage ich mich ein bisschen, dass die überhaupt als Sportschuhe durchgingen, aber es waren auch halt auch keine Laufschuhe. Aber ich habe damit angefangen, um erstmal so ein bisschen reinzukommen. Und ich glaube, so 3 Wochen oder so habe ich das gemacht, wo ihr definitiv schon schneller aufrüsten solltet, wäre halt, falls ihr einen Sport-BH braucht, bei einem Sport-BH. Das wäre so das Erste, was ich mir anschaffen würde. Und danach auch ein vernünftiges Schuhwerk, weil das halt schon nicht so schöne Folgen haben könnte, ja, wenn man die ganze Zeit in den falschen Schuhen läuft. Aber so Sachen wie die richtige Hose oder ein Oberteil, da könnt ihr euch Zeit lassen. Also ich laufe jetzt teilweise immer noch mit Oberteilen, die nicht zum Sport geeignet sind. Das ist dann vielleicht nicht ideal schweißableitend, aber es ist jetzt halt auch nichts, was langfristig irgendwie einen Schaden hervorruft. Und am Anfang hatte ich auch einfach so eine Bauchtasche und irgendwie so eine Schlafanzughose, mit der ich losgelaufen bin. Ich wurde da manchmal ehrlich gesagt ein bisschen komisch angeguckt, aber scheiß drauf, macht es einfach. Fangt einfach an, übernehmt euch nicht. Und wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich kriege da halt Knieschmerzen zum Beispiel beim Laufen, dann ist es ein Indiz dafür, dass ihr auch Ausgleichstraining machen solltet. Das heißt aber nicht, nur weil euch mal irgendwie was gezwickt hat, dass ihr sofort wieder aufhören sollt. Das ist natürlich eine schöne Ausrede. Das war auch etwas, wo ich mir dachte, oh, das ist eine gute Ausrede, dann kann ich wieder aufhören. Nee, vielleicht einfach einen Gang runterschalten, langsamer starten, Ausgleichstraining machen. Und wenn die Schmerzen wirklich so extrem groß werden, dann solltet ihr das vielleicht auch vom Arzt abchecken lassen. Ich bin hier natürlich jetzt auch keine Expertin. Ja, das ist halt so mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Mein zweiter Gedanke ist, such dir einen Laufpartner oder einen Sportpartner oder Partnerin, mit dem du das gemeinsam teilen kannst. So, ihr könnt euch gegenseitig motivieren, ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr habt ein Ziel, ihr möchtet beide sportlich werden. Also mir hat das ungemein geholfen, dass meine Mitbewohnerin schon sportlich ist und immer gesagt hat, hey Fred, komm, wir gehen laufen. Fred, fang an, ich will dich sportlich machen. Ich will jemanden haben, der das mit mir gemeinsam macht. Und das hat mir halt geholfen, dass ich so dachte, ja, vielleicht sollte ich doch mal anfangen. Und jetzt mache ich seit fast einem Jahr Sport, also es hat funktioniert. Ja, jetzt ist es halt leider nicht immer möglich, sich mit allen so in Präsenz zu treffen. Da könnte es eine Idee sein, dass ihr euch einfach virtuell verabredet, um vielleicht irgendwie Krafttraining zu machen oder dass ihr euch irgendwie so eine Lauf-App holt. Oder es muss ja nicht laufen sein, es kann ja auch
durchaus eine andere Sportart sein, aber dass ihr euch irgendwie dann immer so virtuell auf dem Laufenden haltet. Und eine andere Idee könnte auch sein, wenn ihr jetzt niemanden so in eurem direkten Umfeld habt, der das mit euch machen möchte, dass ihr, wenn es wieder möglich ist, dass ihr euch einen Verein sucht. Im Verein sind halt viele Leute, die ähnliche Interessen haben. Es sollte natürlich schon ein Verein auch mit einer sportlichen Ausrichtung sein. Also Schach gilt ja, meine ich, auch als Sport. Aber also wenn ihr wirklich körperlich sportlich werden wollt, dann ist Schach jetzt vielleicht nicht die richtige Idee. Aber wenn ihr was Geselliges haben wollt, dann kann Schach natürlich auch schön sein, so um Leute kennenzulernen. Aber da empfehle ich halt einen Sportverein. Es gibt feste Trainingszeiten. Also das ist halt dieser eine Termin, zu dem man dann auch wirklich gehen muss, wo es dann halt auch keine Ausrede gibt. Und so dieses Miteinander ist von meinem Gefühl her im Verein einfach ein bisschen schöner. Und gerade wenn man anfängt, fällt es einem dann halt auch einfacher, da reinzukommen. Ich würde euch aus meiner persönlichen Erfahrung vom Fitnessstudio abraten, weil ich denke, dass man beim Fitnessstudio, wenn man mit Sport anfängt, schnell Minderwertigkeitskomplexe bekommt, wenn man diese ganzen durchtrainierten Leute sieht und man sich vielleicht auch ein bisschen schämt, wenn man dann halt noch nicht so gut ist. Da ist natürlich jeder Mensch komplett individuell. Das sind jetzt hier nur meine Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Und für mich ist ein Fitnessstudio nicht unbedingt so die ideale Location, um mich für einen Sport zu motivieren. Mein dritter Tipp für dich ist, such dir etwas, in dem du vielleicht nicht ganz so schlecht bist wie in anderen Sachen. Also such dir eine Sportart, in der du minimal talentiert bist oder halt einfach wirklich nicht so schlecht wie in anderen Sachen. Also ich hatte ja schon erzählt, dass ich im Sprinten in der Grundschule in meiner Klasse die schlechteste war. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Sportart, also Sprinten ausgesucht hätte als Sportart, wäre das vielleicht nicht so unbedingt die ideale Lösung gewesen. Ich war auch mal beim Probetraining beim Hip-Hop und ich muss einfach sagen, ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich habe da überhaupt kein Talent für. Ich wurde beim Ballett auch eher an den Rand früher gestellt. Also mein Körpergefühl ist leider nicht wirklich gut. Ja, und das frustriert einfach nur, wenn man merkt, okay, die anderen Leute lernen schneller, die anderen Leute sind besser. Und wenn man dann sich auch noch etwas aussucht, in dem man absolut überhaupt gar kein Talent hat, fällt es natürlich schwieriger, das durchzuziehen. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich finde das so cool, ich bin zwar wirklich schlecht, aber ich möchte das lernen, dann go for it, dann mach das. Wenn du das unbedingt willst, bin ich nicht diejenige, die dich davon abhält. Aber ich denke so, um Motivation zu bekommen, ist es besser, wenn man sich für etwas entscheidet, was man eh schon ein bisschen besser kann. Und ich habe halt bei mir festgestellt, dass ich zwar im Sprinten extrem schlecht bin, aber dafür im Langstreckenlauf ein bisschen besser. Und dass ich da grundsätzlich immer schon ganz gut dabei war, wenn man sowas denn mal gemacht hat. Und deswegen habe ich mich dann halt auch dafür entschieden, halt mit dem Langstreckenlauf anzufangen. Also meistens laufe ich jetzt so 5 Kilometer. Das ist noch nicht wirklich so richtig Langstrecke. Das, was ich so am weitesten bis jetzt gelaufen bin, sind so 13, irgendwas Kilometer. Ich möchte gerne einen Halbmarathon schaffen, aber auch da, um wieder auf einen anderen Punkt hinzukommen, man sollte sich nicht zu übernehmen. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich einfach vom Trainingszustand noch nicht so weit bin und ich will es halt auch nicht übertreiben und ich will halt auch nicht, dass mir meine Knie dann irgendwann zu doll wehtun. Mir geht es hier nur darum, Motivation zu schaffen, überhaupt Sport zu machen, um sich fitter zu fühlen. Mein vierter Tipp, der schließt quasi so ein bisschen an den dritten Tipp an oder an den dritten Gedanken an. Der Gedanke war, erlaub dir schlecht zu sein. Ich habe zwar gerade gesagt, such dir etwas, in dem du nicht ganz so schlecht bist wie in anderen Sachen, aber es gibt ja durchaus die Situation, dass man einfach in keiner Sache talentiert ist. Und das ist auch vollkommen normal, weil niemand von Anfang an gut ist. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das ist so ein alter Spruch, aber ist einfach so wahr. Vieles kommt mit der Zeit, mit Training, mit Erfahrung. Und es wäre auch komisch, wenn man von Anfang an alles könnte. Und du solltest dir definitiv erlauben, schlecht zu sein. Wenn du merkst, okay, ich möchte jetzt auch wie die Fred anfangen zu laufen, und nach 2 Kilometern oder nach einem halben Kilometer merkst du, okay, ich habe überhaupt keine Puste. Ist okay, erlaub dir das. Du kannst dir sagen, okay, ich fange ganz langsam an mit ganz kleinen Steigerungen, lauf immer einen halben Kilometer weiter. Ich glaube, was wirklich hier so den wichtigen Punkt ausmacht, ist, dass man trotzdem immer weitermacht. Aber dass man sich nicht schlecht macht, weil man halt nicht so gut ist oder weil einem etwas schwerfällt oder weil man irgendwie andere Leute sieht, die besser sind, sondern dass man sagt, okay, ich bin hier am Anfang, das ist aber vollkommen okay. Das Wichtigste ist, dass ich es überhaupt versuche.
Und meine Mitbewohnerin, die läuft schon wirklich länger. Und sie meinte, sie freut sich über jeden, der anfängt zu laufen, egal wie schlecht er am Anfang ist. Weil sie denkt sich, ja, cool. Die Leute haben sich dafür entschieden, es zu probieren, etwas zu machen. Und egal wie langsam die sind und wie schnell denen die Puste ausgeht, ich habe vor jedem dieser Leute mehr Respekt als vor Leuten, die es gar nicht erst probieren. Und ich sehe das definitiv auch genauso. Wenn man es probiert und sagt, okay, ich möchte mich jetzt mehr bewegen, dann finde ich das super. Und deswegen sollte man sich halt auch nicht zu sehr schlecht machen, wenn man halt am Anfang nicht so gut ist und etwas nicht kann. Dennoch wollte ich noch ergänzen, dass man die Übungen schon richtig ausführen sollte, wenn man jetzt irgendwie vielleicht im Kraftbereich was macht, weil wenn man irgendwie was falsch ausführt, könnte es eventuell zu Verletzungen führen. Also da sollte man schon aufpassen, dass man sich dann schon richtig hinstellt. Dafür kenne ich mich aber leider zu wenig damit aus. Aber ja, also man sollte schon darauf achten, dass man sich dann nicht verletzt, nur weil man etwas nicht richtig gemacht hat. Also das meine ich jetzt nicht mit erlaubt euch schlecht zu sein, Übungen falsch auszuführen, durch die ihr euch denn verletzen könnt. Ich meine halt das, was ich davor gesagt habe. Mein fünfter Tipp für dich ist, versuch nicht zu viele Dinge auf einmal zu ändern. Wenn du sagst, ich möchte sportlich werden, ich möchte extrem diszipliniert werden und ich möchte meine Ernährung umstellen, dann sind es einfach zu viele Dinge auf einmal. Da kann man nur kapitulieren, da kann man nur sagen, okay, das schaffe ich eh nicht und dann schwindet die Motivation extrem. Veränderungen kommen Schritt für Schritt und Veränderungen dauern einfach auch relativ lange. Das sollte dir bewusst sein und aus diesem Grund solltest du dich aber nicht entmutigen lassen, wenn du merkst, okay, das funktioniert hier alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also vielleicht solltest du dich entscheiden, jetzt mache ich Sport oder jetzt stelle ich meine Ernährung um oder jetzt versuche ich disziplinierter zu werden, aber alles auf einmal ist halt wirklich zu viel. Also ich für mich persönlich, ich habe meine Ernährung noch nicht umgestellt, ich bin da immer noch sehr ungesund und das ist für diesen Moment gerade für mich aktuell auch okay. Da kann ich in Zukunft mal drauf gucken, aber ich habe für mich entschieden, dass ich halt sportlicher werden möchte und deswegen habe ich mich darauf fokussiert. Ja, ich hoffe, dass euch trotzdem meine Gedanken weitergeholfen haben und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Sport macht, ob ihr euch jetzt mehr zum Sport motiviert fühlt. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen und liked das Video. Ich glaube, jetzt habe ich alles genannt. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.